Jo, sind wieder bei Fire Emblem The Sacred Stones. Beim letzten Mal haben wir hier die Mission in den Bergen angefangen und ich möchte eigentlich gar nicht mal so weit nach vorne laufen. Ich würde aber gerne der Spinne da ausweichen. Schauen wir mal kurz, wie viel Schaden macht denn so eine Spinne? Die macht mir nur 7 Schaden. Ah, die hat auch Gift. Oh, nee. Die da oben macht mehr Schaden, ne? Macht 16. Eieiei. Okay, also der kommt bis dahin. Der bis dahin. Dann stelle ich sie mal hier so hin. Wie sieht mit der Ausweichrate aus? 29%. Ich lasse sie mal mit der Stahllanze da stehen. Ja. Dann kann sie. Nein, ich hab. Verdammt, ich hab den da nicht gesehen. Fang den mal so ab oder so, Ines. Ah, ich hab den nicht gesehen. Verdammt, verdammt. Der war leider gerade so außerhalb meiner Sichtreichweite. Ich hoffe, der ist schlau genug, Ines anzugreifen. Vielleicht. So, die Spinne braucht noch ein bisschen, bis sie runterkommt. Du hast auch ein bisschen Schaden genommen, ne? Genau, lass dich gleich mal heilen. Können wir uns jetzt langsam hier mal nach oben schleichen. Sie kann jetzt so ein bisschen hier mit Pflege rumheilen. Ich glaube, nach dem nächsten Kapitel können wir wieder auf die Overworld und dementsprechend auch wieder einkaufen. Und Level 15 für sie auch. Rein theoretisch hätte ich auch einfach mal Mulder mitnehmen können, weil Natascha wird auch auf Ephraims Seite mit uns kommen. Aber irgendwie ist mir Mulder nicht so sympathisch. Ich weiß auch nicht. Hm. So. Hau daneben! Gut. Und 8 KP. Ach, Moment mal, das Dorf gibt ihm auch nochmal 10 mehr Ausweichen, ne? So, hat das funktioniert? Der Plan da unten mit dem Wölfchen? Natürlich nicht. Aber er macht nur 3 Schaden. Das ist weniger, als ich angenommen hätte. Aber den darf ich nicht zweimal angreifen. Das Problem ist jetzt die Spinne da oben. Wie weit kommt die? Kann die echt nur 3 Schritte gehen? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das heißt, die kann 1, 2, 3, 4, 5 dahin. Das ist mir gerade alles ein bisschen gefährlich hier oben. Ich möchte ehrlich gesagt nicht weiter bleiben. Zumindest nicht ohne Heilung. Ey, die kommen so weit. Ich habe mal einen Ort gerade im Kopf, wo ich hinlaufen könnte. Ja. Ach, so weit kommt sie gar nicht. Gut. Indem ich dahin stelle und mich heile. Ne, andersrum. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die da angreifen. Ah. Machen wir es anders. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Die Spinne kann mich auf dem Berg eh angreifen. Oder ich gehe oben hin und töte die Spinne. Nein. Machen wir es mal so. Ich lasse die Spinne auf mich zukommen und heil mich erstmal. Ah, ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Okay. Ne, bleib mal dort. Okay. Wer will denn die Spinne da auseinandernehmen? Erika? Guter Witz. Ach, das ist wieder so eine Giftspinne. Habe ich irgendwo einen Magier in der Nähe? Meine Magier sind alle so weit hinten, aber der kommt noch dran. Schwächen für Erika oder Krit den Tod? Suchst du aus. Ist es bei Schwächen für Erika geblieben? Finde ich gut. So. Kannst du einfach mit dem Eisenschwert draufhauen. Pieks.
glaube, bei Erika kann man wirklich einfach nur von Pieksen reden. Mehr als das kriegt sie, glaube ich, auch nicht wirklich hin. So. Dann jagen wir die jetzt alle mal langsamer nach oben. Vielleicht kann er auch so ein bisschen jemanden anlocken. So, waren das alle? Jo. So, du greifst mich wieder wie erwartet an. Und triffst leider. Und ich treffe leider nicht. Zweites Mal? Ah. Es war so gut. Aber Vanessa wollte leider dann irgendwann nicht mehr. Na gut, dann hat Vanessa hier oben erstmal genug getan. Ich schicke sie mal eben runter zum Heilen. So. Kriegst du den? Erwischt vielleicht? Gut. Ja, da hat auch sein Level up endlich mal. Ja. So, wie weit kommt die Spinne? Dürfen alle jetzt noch nicht so weit kommen, nee. Dann lasse ich mal Innes da quasi als Grenze mal stehen. Wobei, ich schicke ihn mal in den Wald. So, wenn ich mich nicht irre, hatte Saleh Erneuerung. Sprich, er kann auch gleich, das Gift mal eben von Vanessa nehmen. Ja, ganz gut. Immer diese Engpässe hier. So. So, die ganzen Spinnen langsam auf uns zu. Heißt das, dass das Gift irgendwie random abzieht? So, du heilst sie erstmal. Hätte Vanessa doch noch ein kleines bisschen mehr HP, hätte sie da oben vielleicht auch ein bisschen länger überlebt. Aber nein, das Spiel wollte ihr ja keine HP geben. So, du machst mal das Gift bitte weg. Sehr schön. So. Stell mal wieder Gilliam hier vorne hin. Der blockt alle Angriffe ab. Tötet vielleicht noch ein paar Leute. Wechsel mal ein paar Plätze aus. Kommst du so weit? Natürlich nicht. Dann geh du dahin. Du gehst dahin. Und wir warten. So. Ich kann zweimal angreifen? Ja. Okay, dann glaube ich, dass Gilbert erstmal alle Spinnen hier aus dem Weg räumt. Und so. Ich wollte jetzt irgendwie erst Unkrautvernichter sagen, aber Unkraut und Spinnen, es kommt nicht so ganz hin, nee. Unser Ungeziefervernichter. Unser Kammerjäger Gilliam. Yo. Hätte sogar Kolm angreifen können. Aber hatte wohl da gerade nicht so das, die Lust drauf. Oh, nee. Sieh, das ist echt doof, wenn die hier auf den Bergen stehen. So für manche meiner Charaktere. Treffen da ja echt gar nichts mehr danach. So, da kommt dann das erste Wölfchen auf mich zu, ne? Ja, das kann gerne kommen. Damit ist es nichts, womit Joshua nicht fertig wird. So. Kriegt Erika das Ding tot? Oh, vielleicht triffst du nur einmal. Vielleicht triffst du überhaupt mal? Was kannst du eigentlich? Ah, diese Spinnen, ne? Komm hier, mach du das dann. Damit die wenigstens weg ist. Diese Spinnen. Die Spinnen doch. So. Dann darfst du dann nochmal Gilliam heilen.
Sehr schön. Und dann können wir weiter nach vorne. So, Vanessa ist auch wieder bei Kräften. Ja, ja. Irgendwann kommen wir hier schon durch. Ach, die Spinne da oben habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, die gab's. Joshua hatte ja keine KP mehr. Stimmt. Hups. Ja gut. Das hat mich gerade schon so ein kleines bisschen erschrocken. Als ich dann hier so Joshua mit fast kein HP gesehen habe. So ein ganz kleines bisschen. Ne? So, der da kann zwar weit kommen, aber nicht weit genug. Mein lieber Joshua, es tut mir aufrichtig leid, dass ich dich da gerade fast in den Tod geschickt habe. Also gut, es hat bei weitem nicht so viel Schaden gemacht, dass der hätte in Gefahr sein können. Aber es tut mir trotzdem leid. Hups. Ich sollte echt ein bisschen besser auf die KP meiner Leute aufpassen. So ein ganz kleines bisschen. So, ziehen wir auch alle anderen nach oben. Na, okay, das... Ach, na, hat sich schon wieder auf den Berg gestellt. Wohin denn auch sonst? Weil ich jetzt wieder mal nichts treffe. Ach, ich mag diese Spinnen nicht. Ich hätte ihm vielleicht mal den Schnitter wegnehmen sollen. Ist ja nicht so, als würde er kritten oder so. Wenn es mal nötig wäre. So. Geh du erstmal wieder runter und lass dich gleich mal wieder zusammenflicken. Und überlassen wir das mal den anderen. Vielleicht reicht das ja, ansonsten darf Innes das wieder erledigen. Gut. Kommt da noch was? Du hast eine Stahlaxt. Aber ich vertraue mal darauf, dass du jetzt Kolben nicht irgendwie kaputt bekommst. So, du kannst sie hier nochmal heilen. Mit etwas Glück kommt Saleh auch dran und kann dir das Gift erstmal wieder wegnehmen. Sind alle so gemein zu ihr, sie nehmen ja das ganze Gift immer weg. Achso, der steht da direkt daneben. Nur dann. So. Und weg damit. Meine Güte, Vanessa. Diese Mission ist echt nicht die schönste für dich, ne? Ständig hier in Lebensgefahr. Okay, du kannst da noch einen Schritt gehen. Und du kannst da auch noch hoch. So, kommt er? Ja. 11%. Jo. Nehme ich. Passt. Die können, du lieben Kolben, noch gar nichts. So. Dann besuchen wir mal. Ah, hallo. Evan, wie wundervoll. Es fehlt dir doch nichts, oder? Ah, nein. Ich habe mich nur um meinen ganzen Haufen von diesen Dingern gekümmert. Aber es könnte jederzeit noch mehr auftauchen. Ich folge euch also besser ins Dorf. Ist doch in Ordnung, oder? Das will ich wohl meinen. Vermutlich besser, als dich ganz allein hier zu lassen. Bleiben wir zusammen, Evan. Juhu! So, und da ist er. Und Evan ist auch, wie Amelia und Ross, eine etwas kleinere Klasse. Er ist nämlich ein Schüler und kann dementsprechend ein bisschen Magie beherrschen. Aber ich kann nicht glauben, dass im Reich des großen Drachen Monster aufgetaucht sind. Was soll aus dieser Welt nur werden? Das Stab wird euch helfen, euch vor den Bestien zu schützen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Okay. Oh, Barriere. Der erhöht die Magieresistenz. Okay. Dann wird den noch. Da oben sind auch noch ein paar Einheiten. Ich denke mal, Kolben kann erstmal den hier fertig machen.
Gut. So, noch ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht darf Kasse jetzt auch mal was machen. Das glaube ich auch noch in diesem Kapitel noch nicht so viel gemacht. Aber jetzt müssen wir wenigstens aus diesem Engpass mal raus. Na, wobei, Vanessa hat eigentlich in diesem Kapitel genug gemacht. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie sich einfach irgendwo in die Ecke setzt. Wir haben die ganzen Augen oben aus dem Weg geräumt und hier und da eine Spinne. Und dann war sie zweimal in Lebensgefahr. Ja, sie hatte ein aufregendes Leben in diesem Kapitel. Das kann man eindeutig so sagen. Ach, guck mal. Da ist Verstärkung. Ziehen wir mal so ein bisschen zur Seite. Evan meinte ja auch, da könnte jederzeit Verstärkung kommen. Kommt der Zombie da dran? Ja. Du kommst nicht dran, du kommst auch nicht dran. Ich muss alle Gegner besiegen. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, du stellst dich da mit deinem Schnitter dahin. Ach komm, Stahlschwert reicht auch aus. Ihr habt ein Stahlschwert und eine Stahllanze. Bewegst du dich? Nein, hättest du dann wahrscheinlich schon. Wie weit kommt ihr? Überlass dir mal hier Gas mit seiner Meisteraxt. Und die anderen können ja so ein bisschen unterstützen dahinter direkt. So. Und irgendjemand muss ja gleich da hinten noch die ganzen Leute abfangen. Okay. So, wie viel Schaden machst du denn? Hau drauf! Yes! Einfach so mit einem Schlag. So, beim anderen dürfte ich dann dementsprechend noch eine höhere Trefferquote haben. Ach, es waren sogar vier. Gut, ich habe erst nur drei gesehen. Null Trefferquote. Das ist auch immer schön. Ja, das sehe ich auch sehr gerne. So, wie weit kommt ihr denn? Oh, der wollte mich nicht angreifen. Okay. Dann gehe ich mal ein bisschen näher an ihn ran. Bis dahin. Vielleicht kann ich sie hier so ein bisschen herlocken. Wobei, die greifen mich ja sowieso von selbst an, von daher. Ich weiß nicht. Ich glaube, Erika kann ich jetzt auch nicht mehr so wirklich ordentlich benutzen. Sie macht einfach keinen Schaden. Das ist das Problem. Ich müsste sie wahrscheinlich noch ein paar Level leveln und dann macht sie wahrscheinlich immer noch keinen Schaden. Wow, Joshua. Wow. Best Level Up ever. Ah, da kommen sie schon. Das Problem ist, stehen so nah an mir dran, dass ich... Wie viel Schaden macht sie so? 10, 9... Wie weit kommt ihr? Also meine, ich sag mal, anfälligen Einheiten habe ich hier eigentlich gut geschützt. Außer Arthur. Packen wir mal dahin. Aber die kommen jetzt gerade echt nur an die ganzen Einheiten dran. Ja. Ich glaube, du kannst dir da oben gleich direkt noch ein Level abholen. Komm, probier's mit dem Schnitter. Vielleicht klappt's ja diesmal, dass du da mal passenderweise krittest. Yes! Geht doch! Ach! So close. So, ich lasse mal Saleh hier auch nochmal stehen. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wen die jetzt alles angreifen. Okay, du greifst Kolmann. 40%! Ist aber dann doch ein bisschen zu viel. Aber Kolm kann jetzt nicht so hart kontern. Ich habe nämlich das Eisenschwert noch gegeben.
das gerade kaputt gegangen ist. Gut, damit hat sich das erledigt. Er hat nur noch Stahlschwert. Ja, gut. Dass der da angreift, wundert mich mal nicht. Dass er nicht trifft, wundert er mich auch nicht. Na? Hast du vielleicht mehr Chance? Wirst du der MVP? Nein. Eigentlich eher MVM. Weil Monster und nicht Person. Moment, da oben standen zwei? Ups. Ich habe den zweiten da oben nicht gesehen. Immerhin besser als das letzte Level up. Ups. Ich bin auch echt gut darin, hier Joshua in den... Wayne. Wayne! Wenn Joshua kritten muss, dann krittet er, was das Zeug hält. Okay, passt. Autsch. Gut, dann würde ich aber sagen, sind wir, glaube ich, jetzt so langsam am Ende angekommen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lang die nächste Mission noch wird. Also wie lang das... Ja, wobei... So viel kommt da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Ich gucke mal kurz, was die hier noch alles drin haben. Für den Fall, dass ich gleich nicht ins Lager kann. Ich kaufe ihm erstmal ein bisschen Heilung. Man kann ja nie wissen. Ach komm. Wir machen mal einen etwas längeren Part und machen die Mission jetzt noch eben schnell zu Ende. Vielleicht kommt ja gar nicht mal so viel Gespräche danach. Bitte. Weil sonst hocken wir gleich da noch ein Weilchen dran. Wie habe ich eigentlich gerade mit Saleh angegriffen? Das hätten auch genug andere machen können. Kriegst du den? Boah, locker. Nummer 1 und Nummer 2. Na, alleine kriegst du den nicht hin. Etwas Hilfe? Ach, die Hilfe ist nicht mehr nötig. Also, Kolbs Hilfe ist nicht mehr nötig. Die Dinger sind anscheinend echt so ein kleines bisschen magieanfällig. Finde ich gut. Auch, das finde ich auch sehr gut. So, das Problem ist, ich komme an den Typen nicht dran, ohne von dem da erwischt zu werden. Mal schauen. Er macht mir 16 Schaden. Und das war's. Na dann. Dann stelle ich mich auch dahin, wenn er mir nur 16 Schaden macht. So. Schnell noch einen Heiler in die Nähe stellen. Und einen Retter. Und dann gucken wir doch mal, was Gas hier gegen den ausrichten kann. Nicht mal ein Dialog. Ich bin enttäuscht. Oh yes! Mit einem Crit beendet. So muss das. Joa. Und ein Level up. Ein schönes obendrein noch. Und noch ein Stahlbogen. Gut, hätte er mich wahrscheinlich mit dem Stahlbogen bekämpft, hätte ich eine Hellebarde bekommen können, aber auch egal. Saleh, bist du das, Saleh? Wie geht das dem großen Drachen? Es tut mir leid, Älteste. Ich habe den im Westen gesucht, doch ich konnte nichts finden. Ist das so? Wer sind diese Leute? Ich bin Innes, Prinz von Frelia. Die Umstände unserer Reise haben uns hierher geführt. Wir würden gerne passieren. Bitte. Wir aus Kerpellen haben uns von der Welt da draußen abgewandt. Der große Drache allein genießt alle unsere Verehrung und unser Ansehen. An diesem Ort sind Prinzen und Bettelleute gleichgestellt. Hast du ein Problem damit? Nein, ich verstehe. Nun, dann seid als Gäste in unserem Zuhause willkommen. Wie ich sehe, sind einige von euch verwundet. Ihr solltet diese Felsenmoos verwenden. Abgesehen von dem, was wir brauchen, haben wir nicht viel zu bieten. Aber wir werden für euch Essen und einen Schlafplatz vorbereiten. Ihr könnt rasten, solange ihr wollt. Wir hegen nicht den Wunsch, euch zu lange zur Last zu fallen. Wir werden sobald wie möglich unsere Reise fortsetzen. Lass dich nicht durch deinen Stolz zur Dummheit verführen. Das Mädchen hier sieht aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Die Höhe des Berges macht sie krank. Saleh, bereite dem Mädchen etwas Tee. Vielen Dank, Älteste. Nenn mich Großmutterkind. So nennt mich hier jeder im Dorf. Großmutter, hat sie gerade gesprochen? Darf ich euch eine Frage stellen? Dieser große Drache. Ah, die Wissbegierige der Jugend. Komm, Mädchen, lausche meinen Worten.
Der große Drache ist ein Segen, denn er wacht über die Menschheit in längst vergangenen Tagen, als der Dämonenkönig erschien. Dämonenkönig? Sprecht ihr von der Legende des Heiligen Steine? Der Held Grado nutzte die Macht für die 5 Heiligen Steine, um das Böse zu besiegen und zu versiegeln. Nein, 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 das ist ganz und gar nicht richtig. Ah, wie schnell hat die Menschheit doch ihre Schuld den großen Drachen gegenüber wieder vergessen. Hört man diese Geschichte nun so, so könnte man glauben, dass die Menschen allein den Sieg herbeigeführt haben. Diese Begebenheit wurde falsch überliefert. Nur die Stärke des großen Drachen konnte der Dämonenkönig besiegt und versiegelt werden. Der große Drache und der Dämonenkönig. Die Menschheit mag ihre Schuld vergessen haben, der große Drache aber vergisst niemals. Er wacht über die Knochen des Dämmerkönigs im Düsterwald. Des Dämmerkönigs? Des Dämonenkönigs. Er hält die dunkle Brut des Dämonenkönigs davon ab, in der Welt der Menschen auszuschwärmen. Nur die Wachsamkeit des großen Drachen hat uns vor ihrer blinden Wut bewahrt. Ach, so ist das. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Du musst nicht alles wissen, doch du solltest du dies merken. Und doch, Großmutter, sind uns diese Kreaturen auf dem Weg hier begegnet. Und sie haben auch noch in den anderen Ländern gezeigt, in denen wir leben. Was hat das zu bedeuten? Ah, du hast die Auswirkungen des Omens gesehen, das sich im Süden zeigt. Dort ist eine Macht am Werk, welche die Luft verpestet und den Himmel verdunkelt. Der große Drache verließ den Düsterwald und ging nach Süden, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Wir aus diesem Dorf wollten den großen Drachen schützen, daher schickte ich meinen Enkel Zalei, um mit ihm zu gehen. Doch sie gerieten in einen Kampf und der große Drache verschwand. Seit diesem Zeitpunkt gab es kein Lebenszeichen mehr vom großen Drachen, weder hier noch jenseits unserer Grenzen. Die Sorge wuchs in uns, also schickten wir Zalei erneut aus, nach dem großen Drachen zu suchen. Ich befürchte, dass die Quelle dieser verdorbenen Energie dafür verantwortlich sein mag. Eine verdorbene Energie? Aus dem Süden? Auch mir erwähnte etwas Ähnliches. Ist der große Drache, von dem ihr spracht, eine Manakete? Einer der Manakete? Manakete? Wie kannst du es wagen, so über den großen Drachen zu sprechen? Es tut mir leid. Aber wenn du die noble Myr getroffen hast, kann ich schneller vorangehen. Du musst wissen, dass unser großer Drache auf seinen Reisen die Gestalt der Dame Myr angenommen hat. Und du willst mir sagen, dass du den großen Drachen persönlich gesehen hättest, Mädchen? Ja, Myr begleitet meinen Bruder. Was? Und wo ist dein Bruder? Er führt eine Streitmacht gegen Grado. Myr reitet an seiner Seite. Zalei, dies ist dringend. Du musst sofort nach Grado aufbrechen und den großen Drachen retten. Verstanden, das werde ich. Oh, wohin so eilig? Wenn ihr nach Grado wollt, so führt der schnellste Weg durch Hyanna. Es wäre zu eurem Vorteil, uns für eine Weile auf unserer Reise zu begleiten. Das wäre auch viel sicherer, als wärt ihr auf euch allein gestellt. Ihr habt nicht Unrecht. My Lady Erika, es ist meine Pflicht, den großen Drachen zu beschützen. Bitte erlaubt mir, zusammen mit euch diese Reise antreten zu dürfen. Okay. Wir stehen in eurer Schuld, meine Dame. Ganz und gar nicht. Alle unsere Führungen kommen vom großen Drachen. Zalei. Ja, ich weiß. Diese Straße führt nach Hyanna. Großmutter, vielen Dank für alles. Ich weiß, ihr werdet dem großen Drachen helfen, aber ich bitte euch, gebt auch auf Zalei Acht. Er mag zwar etwas seltsam sein, aber er ist aber der einzige Enkel, den ich habe. Okay, wir passen auf ihn auf. The Canyon von Hamill. So. Können wir es auch einkaufen? Gut, ja, war doch nicht so lang. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.